Soll Sterbehilfe in Deutschland erleichtert werden? Nikolaus Schneider hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, als Seelsorger, als Theologe und als Ehemann. Er ist diese Woche unser Gast. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren, zum DW-Interview. Mein Name ist Alexandra von Nahm. Herr Schneider, im vergangenen Jahr ist Ihre Frau an Krebs erkrankt. Um ihr beizustehen, haben Sie Ihr Amt als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland aufgegeben. Wie geht es Ihrer Frau heute? Es geht ihr erfreulich gut. Wir waren darauf eingestellt, dass wir noch einige Monate zusammen haben würden. Und es zeichnet sich ab, dass es wohl doch noch einige Jahre sein werden. Also die Behandlungen waren sehr erfolgreich. Und dann hoffen wir, dass wir einige Jahre wirklich Ruhe haben und die Zeit noch miteinander genießen können. Und wie ist es Ihnen in den letzten, in den vergangenen Monaten ergangen? Also für mich war das wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ein großes Erschrecken, dann so zaghaftes Hoffen. Und im Augenblick geht es mir richtig gut. Also ich bin sehr, sehr dankbar über diese geschenkte Zeit und die schöne Gemeinsamkeit, die ich nur noch mit meiner Frau haben kann. Gab es da aber auch Momente der Verzweiflung, wo Sie nicht wussten, was mache ich jetzt? Also Verzweiflung, dass ich nicht mehr ein noch aus wusste, das wäre übertrieben zu sagen. Das Thema Sterben und Tod hat mich ja immer beschäftigt. Einfach als Pastor, der auch beerdigt hat, ist man ja mit diesem Thema ständig beschäftigt. Dass wir sterblich sind, wissen wir. Meine Frau und ich, wir sind beide Menschen, die auch einen Lebensbegriff haben, der über den Tod hinausgeht. Wir glauben, dass wir an der Auferstehung teilhaben werden, dass also unser Leben mit dem Tod nicht einfach zu Ende ist, sondern unsere Zeit auf Erden. Und wir glauben auch, dass es so eine Fortexistenz in der Gegenwart Gottes gibt. Und wir setzen auch darauf, dass wir uns dann wieder begegnen. Aber die Zeit auf der Erde ist einfach schön. Und dass die vorbei gewesen wäre, das hätte mich sehr bedrückt. Also nicht tiefe Depression, das kann man nicht sagen, aber schon eine große Traurigkeit. Aber auch durchaus das Bemühen, dann noch etwas dran zu tun. Also ganz für meine Frau da zu sein und was ich tun kann, an Unterstützung auch zu leisten, damit sie zumindest jetzt den Krebs besiegt. Sie sprechen ja sehr offen darüber. Sie haben auch nach der Diagnose sehr offen, Sie und Ihre Frau sehr offen in Interviews darüber gesprochen. Warum? Also das eine war, ich wollte nicht, dass es irgendwelche Mutmaßungen und Munkeleien gibt, warum ich nun zurücktrete. Und da hilft nur eins, die Wahrheit sagen. Und das ist eigentlich immer das Beste. Und das zweite ist, das Thema Tod und Sterben beschäftigt alle Menschen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ganz viele sind doch auch in unserer Situation. Und deshalb solche ein Stückchen öffentliche Reflexion zu leisten, die dann vielleicht auch für andere Anstöße gibt, Hinweise gibt, das war auch unser Bemühen. Und die Reaktion, die wir bekommen haben, zeigt auch, dass das auch gelungen ist. Wir haben Kontakt zu ganz vielen Menschen, die in ähnlicher Situation sind und die ganz froh waren, dass wir einige Dinge ausgesprochen haben, die sie auch so empfinden, sei es an Gefühlen der Enttäuschung und auch der Trauer und auch der Wut, aber auch an Erwartungen und an Hoffnungen. Sie sprachen auch offen darüber, dass Sie Ihre Frau begleiten würden, sollte sie den Wunsch haben, sich das Leben zu nehmen. Und das, obwohl Sie selbst Selbsthilfe eigentlich ablehnen. Könnten Sie mir das erklären? Ja, das eine ist, dass ich für mich persönlich da eine ganz klare Haltung habe. Ich will mein Sterben und meinen Tod aus Gottes Hand nehmen. Und das heißt für mich, nicht selber mein Leben aktiv verkürzen. Also das ist was anderes als das Thema lebensverlängernde Maßnahmen der Medizin. Also wenn mein Leben zu Ende geht, dann soll die Medizin mich nicht künstlich am Leben erhalten. Dafür bin ich und das ist auch so geklärt. Meine Frau geht da einen Schritt weiter. Sie sagt, es auch aus theologischen Gründen, Gott hat ihr Verantwortung gegeben für ihr Leben, für sich. Und wenn sie dann es nicht mehr ertragen kann, dann will sie ihrem Leben auch aktiv ein Ende setzen, indem sie sich eben dann auch selber tötet. Diesen Schritt würde ich für mich immer ablehnen, das halte ich für falsch.
auch aus theologischen Gründen. Darüber streiten wir aber schon seit 10 Jahren, also schon sehr viel länger. Nur der andere Punkt ist, meine Frau bleibt meine Frau, auch wenn sie an dieser Stelle eine andere Meinung hat. Sie hat übrigens an einigen Punkten auch andere Meinungen als ich. Aber das hat unsere Ehe und unsere Liebe eigentlich stärker gemacht, dass wir es gelernt haben, auch mit unterschiedlichen Positionen beieinander zu bleiben, einander zu respektieren und zu lieben. Und hier ist es für mich völlig klar, ich lasse meine Frau nicht alleine. Und meine Frau weiß auch, bis zu welchem Grad sie mir etwas zumuten kann. Und natürlich werde ich sie dann begleiten und ihr die Hand halten, falls es soweit einmal kommen sollte. Denn sie bleibt meine Frau auch mit etwas anderer Positionierung als ich. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Der Suizid und Beihilfe sind weitgehend straffrei. Jetzt will der Bundestag noch in diesem Jahr Sterbehilfe in Deutschland gesetzlich neu regeln. Wie sollte so ein neues Gesetz aussehen? Ich denke, ein solches Gesetz ist eigentlich nur nötig wegen der Sicherheit der Mediziner bei der Behandlung. Es muss deutlich werden, was Mediziner dürfen und was sie nicht dürfen. Und für meine Begriffe sollte der ärztliche Beruf dazu da sein, Leben zu erhalten und Leben zu wahren, zu fördern und zu schützen. Nicht um jeden Preis. Aber das muss die Grundausrichtung sein. Und das Töten sollte nicht Aufgabe des ärztlichen Berufes sein. Und dasselbe gilt auch für den Staat. Was kann ein Mensch vom Staat an Unterstützung erwarten? Soll der Staat es organisieren, dass er getötet wird, oder soll er das nicht? Und hier meine ich auch, er sollte es nicht. Der Staat ist derart mächtig und derart stark. Und wir haben ja in der Nazizeit mit Tötungsprogrammen und kriminellen Programmen des Staates ja unsere Erfahrungen gemacht. Millionen Menschen wurden ja durch staatliches Handeln, das waren ja nicht nur die Nazis, wie immer gerne gesagt wird, das war das Handeln des deutschen Staates. Der hat Millionen Menschen in verbrecherischer Weise ermordet. Und angesichts all dieser Erfahrungen sollte auch staatliches Handeln sich darauf konzentrieren, dass wir das Leben bewahrt und gefördert wird. Etwas völlig anderes ist, wenn Menschen im Einzelfall nicht mehr leben können, und das gibt's, und es sollte deshalb auch keinen staatlichen Zwang zum Leben geben. Also das muss man auseinanderhalten. Und wir dürfen auch keinen Menschen dazu treiben, dass er nun unbedingt leben muss, sondern wir müssen akzeptieren, wenn er nicht mehr leben will. Und hier, finde ich, haben wir die Möglichkeit, dass einer denn auch seinen Weg gehen kann, dass er dabei Beratung erfährt, ohne dass er sozusagen durch Ärzte oder staatliches Handeln getötet wird. Wenn er das selber machen will, müssen wir das am Ende respektieren. Es hat geradezu Jahrtausende kirchlichen Bemühens gegeben, die Selbsttötung aus der Welt zu bringen, mit barbarischen Mitteln. Und davon haben wir uns als Kirchen verabschiedet. Das dürfen wir nicht tun. Sondern wenn ein Mensch dann nicht kann, dann ist nur noch Begleitung und Verständnis und Liebe angesagt, aber nicht, dass wir ihn sozusagen zum Leben zwingen. Das heißt, wenn einige Abgeordnete, wie das jetzt der Fall ist, fordern, dass man Ärzten unter strengen Auflagen erlauben sollte, den Patienten bei der Selbsttötung zu assistieren, das geht Ihnen zu weit? Das geht mir zu weit im Sinne von Handeln. Es ginge mir nicht zu weit im Sinne von Beraten. Aber die meisten Menschen in Deutschland, sie wollen ja, sprechen sich laut Umfragen dafür aus, dass Sterbehilfe erleichtert werden sollte. Da könnte man ja sagen, in einem demokratischen Staat sollte das ausschlaggebend sein. Ja, das könnte man so sehen und könnte man so sagen. Ich halte aber dem entgegen, dass die Abgeordneten ja in ihrem Gewissen frei sind und nach ihren ethischen Vorstellungen auch entscheiden müssen. Nicht einfach ja nur das verstärken können, was aus der Bevölkerung gefordert wird. Das klassische Beispiel dafür ist die Todesstrafe, wo wir eigentlich immer Umfragewerte haben, dass eine Mehrheit die Todesstrafe will, aber es gibt sie bei uns nicht, aus guten Gründen. Die liegen ganz auf der Ebene dessen, was ich eben argumentiert habe. Staatliches Handeln soll Leben schützen, wahren, fördern und eben nicht töten. Und genau auf dieser Ebene ist auch das Gewissen vieler Abgeordneter gebunden. Und insofern denke ich, es gehört das auch mit zum demokratischen Konsens,
dass wir Abgeordnete wählen, die einfach nur Verstärker von Meinungsumfragen sind. Sondern wir wählen Abgeordnete, damit Persönlichkeiten aus ihrer Gewissensbindung heraus, nicht bei jeder Entscheidung, aber in den ethisch grundlegenden Entscheidungen, wenn es um Leben und Tod, sind wir bei ethisch grundlegenden Entscheidungen, wenn es darum geht, die dann in diesen Fragen auch wirklich ihrem Gewissen folgen. Das ist durchaus im Rahmen eines demokratischen Prinzips angemessen. Die Kirchen in Deutschland, sie lehnen ja Sterbehilfe ab. Überlassen Sie die Menschen damit nicht allein? Nein, weil die Kirchen in Deutschland auch sagen, wir haben Verständnis für Menschen in ausweglosen Situationen. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die einfach nicht mehr leben können. Das wissen wir. Das ist einfach eine Realität des Lebens. Und diesen Menschen kann man nur Begleitung anbieten. Die dürfen wir nicht verurteilen, die dürfen wir nicht isolieren, sondern denen müssen wir helfen und in Liebe beistehen. Sie haben ja selbst erfahren, wie das ist, wenn man in Gewissensnöte gerät. Was würden Sie den Menschen raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden? Denen würde ich raten, auf ihr Gewissen zu hören und sich dem Pauluswort aus 1. Korinther 13, 13 anzuvertrauen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Zum Schluss des DW-Interviews haben wir immer die drei Unvollendeten. Und ich möchte Sie bitten, diese Sätze für uns zu vollenden. Die aktuelle Diskussion über Sterbehilfe in Deutschland gibt uns die großartige Möglichkeit, uns mit der Begrenztheit des Lebens auseinanderzusetzen und ganz viel zu tun, damit man in Würde in unserem Land sterben kann. Ein Sterben in Würde bedeutet für mich nicht alleine und möglichst schmerzfrei. Ich fühle mich besonders lebendig, wenn ich mit meiner Frau und mit meinen Kindern und Enkeln zusammen bin und das Leben genießen kann. Vielen Dank, Herr Schneider. Bitte schön.